Hallo liebe Buschka-Freunde, ich habe heute Post bekommen. Ich weiß jetzt natürlich, was hier drin ist. Der eine oder andere von euch eventuell auch. Ich habe es zumindest angekündigt in einigen Kommentaren. Und zwar ist das von, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, kysaya.de. Und das werden wir jetzt mal zusammen auspacken. Bin gespannt. Da ist es schon. Ja, ich habe nach kurzem Überlegen und nach zwei, drei Videos, die ich mir dazu angesehen habe, habe ich mich dazu entschieden, mir das Sanrenmu 910 Plus zuzulegen. Wow, und ich muss sagen, auf den ersten Blick absolut klasse. Es soll nur ein ganz kurzes Unboxing hier werden. Zu dem Messer wurde, glaube ich, schon ziemlich viel gesagt und geschrieben und berichtet. Die drei Videos, die ich mir dazu angesehen hatte, die verlinke ich unten in der Beschreibung. Ja, danke hauptsächlich an Stefan und Dennis, die mich dazu eigentlich hauptsächlich bewogen haben in ihren Reviews zu diesem Messer. Und danke natürlich auch dafür, dass ihr den Rabattcode weitergegeben habt. Ich habe immerhin knapp 4 Euro gespart. Danke nochmal dafür. Ja, schauen wir es uns mal an. Ich habe es mir in der Farbe Orange bestellt, weil ja, schwarz und der Rest fand ich ein bisschen langweilig. Wollte mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Und zweitens finde ich, sieht man Orange in der Natur ziemlich gut, falls man das Messer mal verlieren sollte. Ja, ziemlich scharf. Sicherung hält. Kein spürbares Klingenspiel. Aber das haben die anderen ja in ihren Reviews auch schon alle geschrieben und gesagt. Ja, ich muss sagen, ich bin begeistert. Für den Preis, ich habe jetzt tatsächlich bezahlt, 38 Euro, 38 Euro, irgendwie so in dem Dreh. Auf jeden Fall unter 40 Euro noch. Und für den Preis kann man ehrlich überhaupt nicht meckern. Also das sieht ehrlich sehr gut verarbeitet aus. Da muss man den Chinesen noch mal Lob aussprechen. Gefällt mir. Okay, das mit dem Aufklappen, das muss ich natürlich noch üben. Ist mein erster Folder. Ich wollte mir mal ein alternatives Messer zu meinem Fixed Blade beschaffen, weil ich beim letzten Videodreh gemerkt habe, dass es ziemlich nervig ist, wenn man mal ganz kurz um das Messer braucht und man hat das in der Hosenbeintasche und Bücken sticht es überall und drückt es, und da habe ich mir gewünscht, ich hätte jetzt ein Messer dabei, was ich mal einfach so in eine Hosentasche stecken kann. Und ja, habe ich kurz ein bisschen nachgeforscht, was die anderen so an Videos gedreht hatten, schon mal über solche Folder. Und dann bin ich hier bei dem Sanrenmu 910 Plus nur hängen geblieben, weil es einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht hat und wie gesagt, einen ziemlich unschlagbaren Preis hat.
Ja, danke auch an Michael von usaya.de, dass er immer so fleißig für Nachschub sorgt. Ja, also ich bin zufrieden. Und vielleicht folgt auch demnächst noch das ein oder andere Folgevideo. Mal schauen. Ja, das soll es gewesen sein dazu. Ich spiele gleich noch ein bisschen damit rum. Schön ölig noch. Kann man hier erstmal dran lassen. Ja, lasst euch gut gehen. Wir sehen und hören uns. Ciao, ciao.